So, YouTube. Hallo, hallo. Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die bei uns. 10 Days to Die Edition. Ich sehe gerade, der Bogen ist kaputt. Vielleicht. Wie kann ich den denn reparieren? Auch mit einem Reparaturkit. Er muss reichen. Vielleicht finden wir ja eins unterwegs. Wir gehen ein bisschen früher los. Oder sagen wir, beziehungsweise punktgenau. Ich hoffe nicht, dass jetzt draußen noch eine Horde auf uns wartet. Und ich jetzt irgendwo reinfalle. Das wäre auch blöd. Es ist nämlich eng. Also wir haben den Turm da hinten weitgehend fertig. Es fehlt nur Eisenüberdachung. Dann wäre der durch. Aber der hat natürlich keine Verteidigung drumherum. Eventuell müssen wir doch noch die dritte Nacht hier überleben. Das wäre schlecht. Bedeutet, eigentlich müssen wir nur ganz viel Eisen finden. Wo ist denn das Fahrrad? Zack. Und wir haben da hinten ja noch Schätze. Ich würde sagen, wir gehen die Schätze holen. Oh, jetzt ruckelt es gerade wieder. Boah, also Sonnenauf- und Untergang mag die Grafikkarte gar nicht, nicht? Ich glaube, da gibt es so ganz flache Godray-Schatten, die denn alles lahmlegen. Wow. Und danach ist sofort Performance wieder da. Warum es da ruckelt, keine Ahnung. Gibt bestimmt im Internet einige Hilfen dazu, wie man das herausfindet. Okay. Wir nehmen auf jeden Fall Eisen mit. Überall, wo wir Eisen sehen. Wir brauchen super viel Eisen. 1000 Eisen hilft uns gar nichts. Das sind zwei, drei Dinge aus Metall. Ich will wenigstens die Unterseite komplett aus Metall haben. Das wäre schon ganz, ganz wichtig. Die anderen Sachen, gut, die könnten warten, nicht wahr? Von oben vielleicht gegen Vögel. Ich habe nur Bedenken, wenn ich oben Eisen habe und ein Spucker gegenspuckt, dass dann alles einkracht, wenn das teilweise aus Holz ist. Sofern der überhaupt kommt diese Nacht. Aber ich gehe mal von aus. Spielstadium 62 ist jetzt auch noch nicht so viel. Ich glaube, im anderen Spielstand hatte ich mehr. Oh, da sind wir schon. Ach, scheiße, ich muss den ausgraben. Oh, natürlich, vergrabener Schatz, nicht? Oh, der war verzogen. Sorry. Schaufel. Ups, nicht Schuffel. Steinschaufel. Level. Ja, von mir aus. Habe ich nicht dran gedacht, dass man bei Schätze sammeln auch ja, eine Schaufel vielleicht mitnehmen sollte. Ich hoffe nicht, die ganzen Verseuchten und Radiator-Zombies kommen noch an, die wir irgendwo zurückgelassen haben. Erstmal so, dass wir rauskommen, nicht, wenn irgendwas passiert. Sonst sind wir da drin gefangen, kommen nicht raus und dann sind wir tot. Da hätte ich wenig Lust drauf. Aber wir haben ja auch den glücklichen Schatzsucher, nicht? Alle 7 Felder schon. Aber die andere Schaufel wäre ein bisschen schneller. Weil die den Mod drauf hat. Naja, gut. Ich näher mich dem Schatz. Ja.
Aber das ist ziemlich groß, das Ausbuddelfeld. Ja, wir wollten noch die Highschool looten, ne? In den einen Loot da. Jetzt, nachdem wir diese Mega-Zombie-Truppe eben hatten, bin ich eigentlich froher Dinge und denke, die kriegen wir schon hin. Wahrscheinlich eher hier, wow. Da muss aber ein guter Schatz sein. Will ich für ihn hoffen. Ist irgendwas in der Nähe, was mich nervös machen müsste? Aber was mich nervös macht, ist, dass hier geiles Eisen ist. Das soll ich mir auf jeden Fall nicht zweimal sagen. Ich könnte Kaffee trinken, nicht? Ja, nicht jetzt. Wir sind noch nicht so durstig. Wo bist du, Schatz? Wo bist du nur? Das ging jetzt auch noch. So, wo soll er sein? Immer noch in diesem Umkreis. Oh Mann. Da ist er, oder? Ja. Niedrig zerbrochen. Okay, wir haben zum Glück mehr als einen dabei. Nein! Leck mich. Leck mich, Schatz. Wirklich. Wir wollen in die Stadt. Ich habe extra alle Niedrige mitgenommen. Ja gut, aber wir haben nichts auf Schlösserknacken bisher gepackt, nicht wahr? Das war vielleicht ein Fehler. Man vom Motorrad absteigen, vom Fahrrad absteigen ist immer total verwirrend. Okay, ich habe irgendwas gesehen. Nest, aber irgendwie... Sobald man abspringt, springt er nach links und man guckt nach rechts und dann ist alles irgendwie anders. Die Highschool ist rechts. Wir haben nicht mehr die Stadt komplett erkundet, nicht? Also auch noch sich irgendwas verstecken. 57% nur unser erstes Bike. Ja gut, ich gehe auch ein bisschen unsanft damit um, muss man sagen. Bisschen ruppig. Hier kann auch Eisen drin sein. Jawoll. Einmal Eisen. Ja, hier nicht. Da war die Highschool. Ich fahr mal außen drum herum, glaube ich. Ah, hier, der Weg. Den können wir nehmen. Ne, das ist er ja gar nicht. Blackbus Mechanical. Bist du die Schule? Nee. Guck mal, wo ist die denn? Ach, wir fahren nach Norden. Die Schule ist im Süden.
Oh Mann, ich und auf Kompass gucken. So, nach Süden. Auf zum Atem. Auf zum Atom. Auf zum Atem. Wer es kennt, der kennt das. Das ist auf jeden Fall ein Klassiker. So, Schule. Da bist du. Den Durchgang wollte ich eigentlich. Guten Tag. Guten Tag. Da sind wir wieder. Ich habe was mitgebracht. Nicht mich. Und das ruckelt ein bisschen. So. Wir müssen den erstmal einen wegkriegen. Am besten ihn. Durch ihn durchgeschossen und den anderen getroffen. Gut, weg. Ich will mal meinen neuen Fackelspeer ausprobieren. Okay. Fackelspeer regelt. Aua. Da sieht man, manchmal kann man einfach den Abstand gar nicht abschätzen. Du bist doch schon knusprig. Mein Gott. Aber anscheinend nicht knusprig genug. Ja, ich weiß, es ist der heißeste Sommer seit Aufzeichnungsbeginn. So sehe ich das aber auch. Entschuldigen Sie, Sir. Sir, Sie haben da was ins Auge stecken. Ein Speer. Oh. Geregelt. Wie immer noch. Ach, Big Mamas Haus. Was ist eigentlich da hinten? Was liegt denn da? Liegen so viele einzelne Dinger. Das ist der Polizist. Wow. Der ist explodiert? Die tot? Ich hab das Gefühl, die respawnen hier immer die ganze Zeit. Wow. Alter, war das knapp. Das war so verschissen knapp. Oh, ich hab mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Hallewitzka. Sehr gut, dass er auch auf seine eigenen Leute schießt. Ja, wir können ja mal. Wow! Oh!
Sehr gut. Hey, da ist noch einer. Auf jeden Fall brauchen wir wesentlich weniger, selbst von diesen normalen Pfeilen, inzwischen. So. Der schon wieder respawn. Das ist endlich mal hier halbwegs leer. Oh ja. Safe, aber offen. Oh, die Stühle. Zerlegen. 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 Gibt sicher auch irgendwas. Irgendwas, was wir vielleicht brauchen. Okay, hier sind wir wieder draußen. Ich habe hier auf jeden Fall doch einen gehört. Aber wo der ist? Du bist ein Kaninchen, du bist kein Zombie. Ich wette, wenn ich da rangehe. Passieren Dinge. Hier waren wir auch schon, nicht? Das Eis gereinigt. Das Ding leuchtet nur mal so grün, das lockt einen echt an. Da waren wir auch schon auf der anderen Seite. Wir waren nur nicht ganz oben, hier drunter. Nee, nix. Gut. Ja. Noch einer. Lieber so. So, die Toilette ist sauber. Da kommt sicher noch ein Polizist für mich. Und dann radiated. Oh. Hi, Sir. I can boogie. Boogie, boogie. Oh, die können ja springen. Ganz vergessen. Jeder kommt ran. Bitte stellen Sie sich an. Einer nach dem anderen. Sie werden alle bedient. Keine Vordrängeleien hier, bitte. Wir haben für jeden ein paar Pfeile übrig. Bitte bleiben Sie einfach in Ihrer Reihe und ziehen Sie eventuell noch eine Nummer. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Und bis zum nächsten Mal bei mir. Lassen Sie sich es schmecken. Ich hoffe, der Kundenservice ist zu Ihrer vollsten Zufriedenheit. Da kommt schon wieder ein Polizist. Ich habe ihn schon gesehen. Also mal. Auch gar keinen Anstand mehr zu sterben, die Dinger. Entschuldigen Sie, aber Sie haben hier leider nichts verloren. Das ist eine Spezialoperation. Wir haben hier zu tun. Mein Gott. Immer die SUV-Mummies. Parken im Eingang. Blockieren alles. Und wollen zuerst drankommen. So, wo ist der Polizist? I know you're here. Wow. Auf einmal war er da.
4 Pfeile und der war tot? Auf der Seite haben wir doch auch schon zigmal alles leer geräumt. Wo kommen die denn her? Wow. Stellt euch vor, von so einem einfachen Zombie einfach erledigt. Wunderbar. Trau mich jetzt mal langsam. Okay, Bücher. Bücher wichtig. Zeitschriften wichtig. Handfeuerwaffen, Pistole Qualität 2, sehr gut. Waffentasche. Oh. Oh, selbstgebautes Maschinengewehr Level 5. Okay, können wir auch benutzen. Befestigte Truhe, verschlossen. Screen locked. Okay, da brauchen wir Dietriche. Kann man die auch so aufkriegen? Wahrscheinlich nicht. Okay, ich habe keine Dietriche. Noch mehr Bücher in der Bibliothek. Ja, oh, das macht natürlich Sinn. Hätte mal früher in die Schule kommen sollen. Gut, dann wären wir tot gewesen. Denn hier dürfte eigentlich keiner mehr leben. Also, leben tut hier eh keiner mehr. Davon abgesehen, aber... Hallo, Herr Bibliothekar, ich möchte ein Buch zurückgeben. Okay. Ganz sicher nicht da. Ich habe seit 8 Jahren nicht abgegeben. Gibt's mal an Gebühren? Gut. Gut. Sehr geil. Samen, Stufe 2. Hatten wir das nicht schon? Pilze. Zerlegen. Oh. Na gut, ein paar Sachen, aber nicht viel. So. Wer weiß, was hier gerade noch spawnt. Das wieder... Oh. Entschuldigen Sie, ich habe mich nicht auf Sie konzentriert gerade. Oh oh. Zum Glück rennen die nicht die ganze Zeit schnell. Aber eine Sekunde unaufmerksam, nicht? Das kann hier in dem Spiel reichen. Nix. Nur komische Bilder. Lustig, die Tür ist jetzt auch offen. Ach, weil ich den Schlüssel eingesammelt habe, ne? Okay. Alles im Kasten, oder? Haben wir irgendwas übersehen hier? Hier. Achso, das geht zur Sporthalle. Da waren wir. Die Toiletten. Ich höre noch jemanden auf jeden Fall. Und hier. Kann aber gar nicht so weit weg sein. Hier waren wir vorhin beim Looten, als alles explodiert ist. Oh, haben wir das auch.
Hier sind wir auch runter, nicht? Hier kann auch nichts mehr sein. Hier waren wir, da hinten waren wir, da oben kamen wir her. Die Toiletten haben wir, aber ich habe eben oben irgendjemand einen gehört. Das heißt, es muss irgendein Weg noch in einen Raum gehen. Nach oben. Vielleicht auf der Seite. Ne, von hier kamen wir auch. Den Raum hatten wir. Den Raum hatten wir. Das einzige, der Fahrstuhl, den hatten wir nicht. Den haben wir auch. Da war sogar Eisen drin. Ich mach schon wieder Scheiße, nicht? Jetzt habe ich noch eine Schaufel, die können wir zerlegen. Wir wollten Eisen sammeln. Bringt die Eisen? Nee. Nicht genug. Okay, der fährt nicht. Aber wo kann noch jemand sein? Auf dem Dach war auch alles weg. Also hier dürfte auch nichts mehr leben. Hier höre ich jemanden. Hier unter uns. Das ist nur ein normaler Zombie, nicht? Ich glaube, damit haben wir alles, bis auf die große Kiste. Gut. Und dafür brauchen wir die Fische, die wir nicht haben. Was war das? Oh. Gut. Egal was es war, hat Eisen gebracht. Aber auch nicht viel. Wir haben ja noch die Ranch für die Autos. Ich glaube, da ist so viel Scheiß drin. 13.22 Uhr. Mann, Mann, Mann. Tag 27. Tag 30 kommt die Horde. 500 Eisen. Schon mal ganz gut. Oh, noch unberührt. Jagdgewehr. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Komm hier, Sandwich. Keine Ahnung, kann liegen bleiben. Eisen. Was ist das? Scheinwerfer. Ja, brauche ich auch nicht. Was ist mit Scheinwerfern? Öl. Motor. Ach, was soll ich mit Motor? Ich habe so viele Motoren. Kann man die gut zerlegen? Was habe ich denn noch so Schönes? Die hat schon einen Mod drauf. Verändern. Kann ich mich hier noch? So, dann haben wir noch einen Platz frei. Nehmen wir hier kurz den Motor. Motor zerlegen. Ah, hier ist zerbrochenes Glas, brauche ich nicht.
Können wir die anderen Sachen auch mitnehmen. Oh. Das können wir dann einschmelzen gehen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Part. So, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Bis gleich.